Herr Scholz, die Beliebtheitswerte von Ihnen steigen. Wissen Sie zufällig, warum? Aber klar, ich heiße nicht Laschet oder Baerbock. Sie halten sich in diesem Wahlkampf nur im Hintergrund. Ja, weil ich mir vorgenommen habe, den Wahlkampf einfach auszusitzen. Respekt. Ich weiß, da muss man erst mal drauf kommen. Kommt man so ins Kanzleramt? Ich hoffe auf ein Ergebnis ordentlich über 20%. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das meine Parteifreunde noch nach unten kriegen. Dann schauen wir auf Inhalte. Wir kommen zu Ihrem Wahlprogramm. Zu allzu vielen Details möchte ich nicht sagen. Die SPD weiß ja nicht, was sie will, weil wir es nicht hinkriegen, uns durchzusetzen. Wir werden ja nicht mal mit der CDU-CSU fertig. Kommen wir jetzt zu einem aktuellen Thema, nämlich zu Afghanistan. Wir haben die ganze Zeit geleugnet, dass es eine Lebensgefahr für Menschen in Afghanistan gab. Und jetzt tun wir ganz überrascht. Das ist unmoralisch. Herr Scholz, wir kommen zum Finanzskandal. Was sagen Sie denn dazu? Ich sage mal ganz klar, ich hoffe, viele Leute haben den Wirecard-Skandal einfach vergessen. Dabei habe ich nämlich ordentlich versagt und verweigert zuzugeben, dass das so ist. Herr Scholz, Sie wollen Kanzler werden? Ja, das wird die allergrößte Aufgabe sein. Im 21. Jahrhundert